Beim Fernsehgarten in Hamburg kam es für Andrea Kiewel zu einer unangenehmen Situation. Schuld war Steffen Hensler. Ein letztes Mal flimmert in dieser Saison der Fernsehgarten über den Bildschirm. Für die letzte Show haben sich die Macher nicht lumpen lassen und zahlreiche Stargäste in die Show eingeladen. Mit dabei ist auch TV-Koch Steffen Hensler. Der brachte Moderatorin Andrea Kiewel mit seinem Besuch in eine unangenehme Situation. Die Fernsehgarten-Saison neigt sich dem Ende zu. Mit den On-Tour-Shows bekam Andrea Kiewel zwar noch zwei Zusatzsendungen, doch am Sonntag, 8. Oktober, ist dann auch wirklich Schluss für dieses Jahr. Die letzte Klappe fällt in Hamburg. Da darf natürlich Steffen Hensler als Vollblut-Nordlicht in der Show nicht fehlen. Fernsehgarten, Kiwi tritt bei Hensler ins Fettnäpfchen. Jetzt freue ich mich wie Bolle auf ihn, teaserte Kiewel an, ehe Steffen Hensler auf der ZDF-Bildfläche auftauchte. Ich glaub, einmal hab ich mit dir gekocht, nicht mit dir gekocht, sondern bei dir in der Show gekocht. Du warst noch nie bei mir, stellte Kiewel fest. Doch laut Hensler ist diese Aussage falsch. Klar, war ich schon bei dir, entgegnete er der Moderatorin empört. Wann denn, wo war ich da, Hensler? Du warst da, ich war schon am Lerchenberg. Es ist lange her, aber ich war da. Doch Kiwi konnte das immer noch kaum glauben? Sicher, dass ich das war und nicht Ilona Christen? Die 2009 verstorbene Christen präsentierte von 1986 bis 1992 den Fernsehgarten. Fernsehgarten, Moderatorin kann sich nicht an Hensler Auftritt erinnern. Ich bin zwar alt geworden, aber so alt auch noch nicht, betonte Hensler daraufhin. Ich war da, glaub mir, 100 Pro. Guck in der Mediathek nach, forderte der Sternekoch die Moderatorin auf. Doch Kiewel konnte sich einfach nicht an den Auftritt erinnern. Bei der Menge an Gästen, die die Moderatorin beim Fernsehgarten bereits begrüßte, kann ihr Hensler da mit Sicherheit nicht lange böse sein.